Willkommen zum vierten Teil der Reihe Quantitative Verfahren in der Chromatographie. Wir erinnern uns, schon im letzten Teil 3 haben wir uns mit dem internen Standard beschäftigt, da jedoch als Einpunktkalibrierung. Dieser vierte Teil hier, der behandelt auch wieder den internen Standard, aber diesmal in Form einer Mehrpunktkalibrierung. Dieses Lernvideo richtet sich auch heute wieder für Auszubildende aus den Laborberufen, also Chemielaboranten und CTAs, aber auch für Chemiestudierende. Es wird vorausgesetzt, dass sie chemisch-analytisch rechnen können und vor allem der Begriff des Response-Faktors und des internen Standards in Form einer Einpunktkalibrierung sollten sie beherrschen. Damit beschäftigt sich der erste Teil und der dritte Teil dieser Viererreihe. Legen Sie auch heute wieder Stift, Papier und Taschenrechner bereit, weil wir werden mit Hilfe eines Arbeitsblattes einige Aufgaben rechnen und Sie müssen auch hin und wieder was aufschreiben. Wir brauchen auch heute beim vierten Teil wieder das Arbeitsblatt Quantitative Verfahren in der Chromatographie. Das können Sie downloaden unter www.laborberufe.de im Ordner C3CL, also Chemielaboranten drittes Lehrjahr. Und wir brauchen heute für diesen Teil des Lernvideos den Abschnitt Nummer 6, weil da geht es eben um den internen Standard in einer Mehrpunktkalibrierung und hier sind auch Aufgaben eingebettet, die wir dann gemeinsam bearbeiten werden. Auch den Abschnitt Nummer 7 sollten Sie ausdrucken, da sind dann eben noch weitere Rechenaufgaben drauf, damit Sie auch selber ein bisschen alleine rechnen können dran. Also drücken Sie jetzt bitte erstmal auf Pause und holen Sie sich erstmal das Arbeitsblatt. Lassen wir uns zu Beginn ganz kurz das Wesentliche nochmal wiederholen zum internen Standard und zwar an einem Beispiel, was jetzt absichtlich keine chromatographische Methode ist, sondern eine Probeaufarbeitung mit anschließender Detektion. Es kann aber genauso gut auch ein chromatographisches Verfahren sein. Also in diesem Fall haben wir hier eine Flüssig-Flüssig-Extraktion und wir haben einen Analyten X, der eben von der wässrigen Probe in ein anderes Lösungsmittel wechseln soll. Blöderweise ist es jetzt aber so, dass jedes Mal eine unterschiedliche Menge von X extrahiert wird. Und zwar ist es nicht konstant, die Menge, die Prozente, die extrahiert werden, sondern es gibt wirklich individuelle Unterschiede. Von Mal zu Mal ist es eben eine andere Menge, die verloren geht. Ja, und wir müssen jetzt ja irgendwie rechentechnisch berücksichtigen. Und so konstant ist es halt nicht. Was kann man da machen? Man kann eben zur Probe selbst einen Stoff dazu geben, den internen Standard, und zwar mit einem bekannten Gehalt. Und auch dieser Stoff S, der dem Stoff X zum Beispiel ähnlich ist, chemisch, der wird auch extrahiert. Vielleicht nicht im gleichen Maß wie der Stoff X, aber er geht auch eben in die untere Phase hier über. Und wir schauen einfach, wie viel von dem S bei der Detektion ankommt. Auch da wird es individuelle Unterschiede geben, von Aufarbeitung zu Aufarbeitung, ist also nicht konstant. Aber da wir wissen, wie viel S wir zu Beginn zugegeben haben und wir schauen können, wie viel bei der Detektion ankommt jedes Mal, können wir die Verluste, die sich ergeben, sozusagen auch bei X berücksichtigen und davon ausgehen, dass auch entsprechend von X verloren gegangen ist. Man kann aber nicht 1 zu 1 das dem X zuschlagen, weil wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass X und S zum Beispiel unterschiedlich stark extrahiert werden und dass sie zum Beispiel auch unterschiedlich stark detektiert werden durch den Detektor. Und um das ganze Verfahren anwenden zu können, müssen wir also auch eine Kalibrierung durchführen. Das heißt, wir müssen auch in einer Aufarbeitung mal ein bekanntes X und ein bekanntes S einsetzen und einfach mal schauen, in welchem Verhältnis die Stoffe sich eben zueinander wiederfinden bei der Detektion und wie empfindlich der Detektor eben damit auf beide Stoffe reagiert und um welchen Faktor sich die unterscheiden. Diesen Faktor, den nennt man übrigens auch Methodenfaktor. Der einzige Unterschied bei der Mehrpunktkalibrierung ist, dass wir eben den Methodenfaktor nicht nur anhand einer Messung oder eines Kalibrierlaufs bestimmen, sondern gleich mehrere machen. So steht jetzt auch in den einleitenden Sätzen zum Abschnitt 6 des Arbeitsblattes da. Statt den Methodenfaktor aus nur einem einzigen Kalibrierpunkt, also Gehaltsverhältnis, zu bestimmen, kann man ihn auch durch eine Mehrpunktkalibrierung bestimmen. So steht er statistisch auf breiteren Füßen.
Und bei der Aufgabe 6.1 müssen wir die Doppelbruchformel entsprechend ergänzen. Den ersten Term habe ich schon hingeschrieben, und zwar das Gehaltsverhältnis x zu s in der Probe geteilt durch das Signalverhältnis x zu s in der Probe. Und wir müssen eben die entsprechenden anderen Doppelbrüche jetzt hier ergänzen. Bei der Einpunktkalibrierung hätte ich auf der rechten Seite geschrieben Gehaltsverhältnis x zu s in der Referenz geteilt durch Signalverhältnis x zu s in der Referenz. Aus Referenz wird hier einfach Kalibrierpunkt 1. Das wäre also hier der erste. Kalibrierpunkt 1. Und dieser Quotient ist der gleiche wie der beim Kalibrierpunkt 2. Das Verfahren lebt ja eben davon, dass diese Response-Faktoren von x und von s zueinander vom Verhältnis her konstant sind. Sowohl in der Probe als auch in den Kalibrierlösungen oder in der Referenz. Die sind immer identisch. Das heißt, ich kann exakt den gleichen Term auch nochmal hinschreiben für die weiteren Kalibrierpunkte. Ich schreibe es jetzt nochmal für den zweiten Kalibrierpunkt exakt das gleiche auf. Ist gleich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Es kommt halt darauf an, wie viele Kalibrierlösungen man hat. Und das ist ja nichts anderes als der Methodenfaktor, dieses Response-Verhältnis. Oder man sagt auch dieser relative Response-Faktor. Das heißt, Sie können exakt den gleichen Term nochmal ergänzen, aber hier eben Kalibrierpunkt 2 oder so etwas markieren. Der springende Punkt ist also, dass der Methodenfaktor in allen Lösungen derselbe ist, in allen Kalibrierlösungen und auch in der Probe. Bei den Kalibrierlösungen ist absolut alles bekannt, alle Größen, die auftauchen. Das Einzige, was unbekannt ist, ist dieses x hier oben. Das ist das Einzige, wo ich nicht weiß, wie groß das ist. Können Sie auch vielleicht markieren und unbekannt hinschreiben. Und hier unten können Sie also noch aufschreiben auf dieser Zeile. Der Methodenfaktor wird in allen Lösungen als konstant angenommen. Bei der Aufgabe 6.2 steht ja da, lösen Sie die Doppelbruchformel nach dem Signalverhältnis x zu s auf. Signalverhältnis x zu s. Und zeigen Sie dadurch, dass es sich um eine Geradengleichung handelt, wenn man auf der x-Achse das Gehaltsverhältnis x zu s aufträgt. Wie groß ist die Steigung der Gerade? Das heißt, Sie schreiben erstmal die Doppelbruchformel aus, von der Sie ausgehen, und zwar in der Form einfach Gehaltsverhältnis x zu s, geteilt durch Signalverhältnis x zu s. Das in Probe, das können Sie weglassen oder irgendwelche weiteren Anmerkungen, welche Probe das ist, weil welche Lösung das ist, weil das ist in allen gleich, also einfach das in Probe weglassen. So, das hier ist gleich mf. Und dann lösen Sie diese Formel eben entsprechend auf nach dem Signalverhältnis x zu s und bringen Sie die in die Form einer Geradengleichung, die lautet ja m mal x plus b, m ist die Steigung. Das müssen Sie dann rauskriegen, was das bei uns in diesem konkreten Fall ist. Und eventuell taucht dann y-Achsenabschnitt auf. Das müssen Sie also selber rausfinden. Drücken Sie jetzt also bitte auf Pause und versuchen Sie diese Aufgabe 6.2 eben alleine zu lösen. Ich löse also die Gleichung gerade eben auf nach dem Signalverhältnis x zu s. Das heißt, ich bringe diesen Nenner hier auf die andere Seite und das mf bringe ich auf die andere Seite. Da steht dann Gehaltsverhältnis xs durch mf. Das kann ich aber auch getrennt schreiben, also 1 durch mf mal Gehaltsverhältnis x zu s. Wir haben also das aufgelöst. Das hier ist y. Das hier war die Steigung. 1 durch mf bei uns. Und als x haben wir Gehaltsverhältnis x zu s.
So, y ist gleich m mal x plus den y-Achsenabschnitt, den wir oben mit b bezeichnet haben, den gibt es bei uns nicht. Also plus 0, es gibt keinen y-Achsenabschnitt. Das ist eine Ursprungsgerade. Und die Steigung ist eben 1 durch mf. Und auf der x-Achse, wenn ich dann eben Gehaltsverhältnis x zu s auftrage, dann ergibt sich eine solche Gerade, eben die durch den Ursprung geht. Wenn Sie noch ein bisschen Platz haben sollten, können Sie gerade vielleicht so eine ein solches kleines Diagramm ergänzen. Signalverhältnis x zu s auf der y-Achse, Gehaltsverhältnis x zu s. Und es gibt eben einen solchen linearen Zusammenhang. Wir haben verschieden viele Kalibrierpunkte. Einer davon ist auch der Probepunkt und dieses Verhältnis ist halt eben konstant. Und dieses Verhältnis geht halt eben durch den Ursprung. In der Aufgabe 6.3 steht ja, ist der Gehalt an internem Standard in allen Lösungen identisch, so vereinfacht sich die Geradengleichung. Geben Sie die resultierende Form an. Wenn s überall identisch wird, dann kann man es hier auch weglassen, dieses s hier, weil hier steht ja noch als auf der x-Achse Gehaltsverhältnis x zu s, aber wenn in der Probe und auch in allen Kalibrierlösungen immer gleich viel Gehalt drin ist, das legen ja wir fest, das ist ja der interne Standard, den wir zugesetzt haben mit einem bekannten Gehalt, dann kann man den an der Stelle weglassen und aus dem Gehaltsverhältnis x zu s wird einfach der Gehalt an x. Deshalb können wir bei der Aufgabe 6.3 einfach notieren. Signalverhältnis x zu s ist 1 durch mf mal den Gehalt von x. Dieser Gehalt von x ist in allen Kalibrierlösungen bekannt, nur in der Probe ist er natürlich nicht bekannt. Man kann ihn aber anhand der Kalibriergeraden durch Lotfällung interpolieren oder man rechnet ihn mit der Kalibriergeradengleichung mathematisch aus. Damit Sie jetzt etwas Übung sammeln beim Rechnen mit dem internen Standard als Mehrpunktkalibrierung, gibt es jetzt noch die Aufgabe 6.4, die ist ähnlich einer Prüfungsaufgabe und ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie diese Aufgabe lösen. Und die Musterlösung finden Sie im gleichen Dokument auf den allerletzten Seiten. Ich habe Ihnen extra Platz gelassen, dass Sie die Aufgabe an Ort und Stelle eigentlich beantworten können. Weiterhin gibt es noch die Aufgaben 7.1 bis 7.3. Das sind auch Aufgaben zum internen Standard. Und ich würde Ihnen auch empfehlen, dass Sie mit diesen das Ganze alles nochmal üben. Auch die Musterlösungen für diese Aufgaben 7.1 bis 7.3 finden Sie auch im Dokument auf den letzten Seiten.